Ich glaube an Amerika und dass wir die Besten sind. Ich habe mein Leben lang hart gearbeitet und versucht, das Richtige zu tun. Ich hoffe, Sie beherzigen das, wenn Sie Ihre Wahl treffen. Meines Erachtens geht es in diesem Wettstreit nur darum. Es geht um Exzellenz in Butter. Gott segne Amerika. Willkommen bei der Landesmeisterschaft im Butterschnitzen. Du bist der Elvis unter den Butterschnitzern. Eine Legende. Damals, 94, Bob kam raus und zeigte sein Werk Schindlers Liste. Es hatte mich zutiefst gerührt. Dabei sind wir keine Juden. Ich glaube, dass Bob und ich diesen Erfolg in die Arbeit als Politiker übertragen könnten. Seien Sie nicht überrascht, wenn Sie uns in der Gouverneursvilla wiederfinden oder im Weißen Haus. Hier oben schläfst du. Du hast letzte Woche gefragt, ob ich irgendwas brauche. Mhm. Hier gibt's keine Butter. Ich kaufe welche. Okay, ich brauche insgesamt 200 Pfund. Tokyo Rose, ich glaube, ich liebe dich. Mein richtiger Name ist Brooke. Oh mein Gott! Außer mich und meinen Kerl geht das keinen was an. Bob ist mein Mann. Wenn Caitlin weg ist, werde ich Kinder mit ihm haben. Ach ja? Ich werde jeden Monat schwanger. Ich muss nur den sogenannten Preisrichtern ein Werk präsentieren, das sie verstummen lässt. Oh Mann, hast du dir die Brüste machen lassen? Haben Sie schon mal mit Butter gearbeitet? Nicht bloß damit, Schätzchen. Ich mach dich kalt. Frag dich einfach, was wäre das Schlimmste, was da drin passieren kann? Es könnte eine Python da drin sein. Was, wenn da drin lauter gut aussehende britische Vampire sind? Oder rassistische Ninjas. Ich präsentiere der scharlachrote Buchstabe. Für die, die es nicht wissen, das ist ein Film mit Demi Moore. Unglaublich, oder? Das ist vermutlich Harriet Tubman. Sie scheint auf die Rassenmasche zu setzen. Du schaffst das. Du gewinnst gegen Laura Pegler. Tritt ihr einfach in ihren weißen Arsch. Irgendwie habe ich was dagegen, wenn du mit Stripperinnen rumhängst. Das ist die reinste Lachnummer. Hier geht's doch nur um Butter, die man aufs Brot streicht. Oh, oh, und jetzt was ganz Neues. Sie ist ungesund. Ja, oh, jetzt ist es raus. Was? Wirklich? Die Butterpolizei? Wow.